Servus Leute, willkommen zu meinem ersten Video, zumindest dem ersten Video in dem Format. Das erste Mal spreche ich zu meinen Videos und ich dachte mir, ich mache ein Video, was man so auf einer Wanderung mitnehmen soll, also was ganz wichtig ist. Also fangen wir direkt mal an. Eines der wichtigsten Sachen ist auf jeden Fall die Brille, weil allgemein im alpinen Bereich sollte man eigentlich immer eine Brille dabei haben, egal ob man jetzt auf 2000 Meter ist oder auf 4000 Meter, nur auf 4000 Meter wird es deutlich gefährlicher für die Augen, aber eine Brille ist eigentlich immer zu empfehlen. Dann eine wasserdichte Hose, die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist das Gore-Tex von La Sportiva. Ich habe mich mal zerkratzt auf der Hinterseite, da habe ich dann einfach so ein Flicken drauf gemacht und die Hose funktioniert wieder, ist vollkommen funktionstüchtig. Dann, auch ganz wichtig, eine Hardshell-Jacke. Also ich mache das nach dem Zwiebelprinzip. Ich ziehe mir als äußerste Schicht eine wind- und wasserdichte Jacke an und ziehe dann drunter so Funktionsunterwäsche aus Marino-Wolle, weil die ist angeblich antibakteriell und kann die Temperaturen, also so hat es mir die Verkäuferin zumindest erklärt, ein bisschen ausgleichen. Also, wenn es draußen warm ist, kühlt sie ein bisschen oder ist halt nicht allzu heiß und wenn es kalt ist, dann hält sie wirklich schön warm. Dann auch Socken, ich nehme gerne Skisocken, also generell längere Socken, ich habe auch meistens höhere Schuhe an und ja, die sind auch aus Marino, also zumindest teilweise Marino dabei. Dann richtig Gewicht sparen kann man auch mit wenn man darauf achtet, was man alles an Bargeld mitnimmt. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Münzen dabei, außer wenn ich irgendwas Wechselgeld kriege und habe mir auch ein extrem leichtes Geldtasche gekauft, also mit ein paar Fächern, da kann ich ein bisschen Münzgeld reintun oder eine Alpenvereinskarte oder ein Ausweis, ist auch nicht schlecht, aber die meisten Scheckkarten, die lasse ich halt daheim. Denn ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass man unbedingt aufs Gewicht setzen soll. Also zum Beispiel die Funktion, also die ganze Funktionswäsche, die ist zwar ziemlich leicht, aber halt auch dementsprechend teuer, wenn sie gleich warm halten soll. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe angefangen, meine komplette Ausrüstung zu wiegen. So irgendwie. Und dann war ich schon überrascht, dass jetzt irgendwie eine Unterhose mehr wiegt als eine Karabiner oder als eine Expressschlinge. Und dann habe ich eigentlich angefangen, alles Mögliche abzuwiegen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich habe hier eine Unterziehjacke, also so eine Weste mehr oder weniger, die greift sich extrem, sie fühlt sich extrem zart an und die hat da so ein wabenförmiges Muster oder so kästchenförmig und das soll angeblich gleich warm sein wie eine normale Weste und trotzdem deutlich leichter und lässt sich halt auch mehr komprimieren. Das ist ganz neu. Und ich muss auch sagen, ich bin extrem zufrieden damit, also auch bei etlichen Minusgraden reicht mir im Prinzip die Hardshell-Jacke und so eine Unterziehjacke und so ein Funktionsshirt, wie ich jetzt anhabe, oder eben das Marino-Shirt, das sind durchaus warm, meistens sogar zu warm, man kann sie aufmachen oder ich habe Lüftungsschlitze bei meiner Jacke, die kann ich auch öffnen. Das soll man auch achten. Die habe ich auch bei der Hose. Das ist extrem praktisch. Da kann ich bis ganz unten öffnen und kann dann direkt mit Schuhen reintreten. Und da ist auch noch eine Gamasche dabei, eine integrierte. So. Dann, ich habe immer eine Rebschnur dabei. Kann man eigentlich würde man brauchen, wenn man das festbinden will, keine Ahnung, wenn
irgendwas reißt beim Rucksack oder sonst irgendwas. Ich habe auf jeden Fall immer eine dabei. Das ist recht praktisch. Kann man auch irgendwie in der Hütte als Wäscheleine nehmen, wenn es nichts anderes gibt. Oder wenn man so eine Pause macht, dass man das irgendwie spannt und dann die Wäsche aufhängt oder so. Ich habe auf jeden Fall immer eine Regenschirm dabei. Dann, wenn es mal später werden sollte, und das ist mir auch schon einige Mal passiert, eine Stirnlampe. Die ist zwar extrem klein, aber wie der Titel des Videos schon sagt, hier geht es um einen ultraleichten Rucksack. Und da tut es auf jeden Fall eine kleine auch. Also die hat 25 Lumen oder 26, keine Ahnung. Ist von Paramore und die hat nur 7 Euro oder so gekostet und das reicht auf jeden Fall. Weil wenn irgendwas schwerer ist, dann überlegt man meistens so, nehme ich es mit oder nehme ich es nicht mit. Und so packe ich einfach immer alles ein und wenn ich es brauche, dann bin ich froh und wenn nicht, dann habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall, die reicht, dass man ein bisschen was sieht. Dann Karabiner, gleich wie mit der Riebschnur, dass man was befestigen kann, was auch immer. Dann habe ich so eine Reisezahnbürsten, die gibt es eigentlich in den ganzen Kosmetik-Shops. Die sind auch recht praktisch, weil die eben leicht sind und mit der Hülle, da kann man dann, ja, da kommt auch kein Dreck dazu, da braucht man auch nicht extra eine andere Hülle. Und das ist dann gleichzeitig auch der Griff. Da ist auch eine Zahnseide und eine Zahnbürste dabei. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme mal immer so die Reisezahnbürsten mit. Und natürlich auch dementsprechend Zahnpasta. Natürlich, da kann man wieder ein paar hundert Gramm sparen, wenn man jetzt eine ganze Tube mitnimmt. Oder man nimmt halt eine fast leere Tube und für 2-3 Mal bei einer Hüttenübernachtung reicht es auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine Trillerpfeife mit. Die ist, ich habe sie jetzt noch nie gebraucht, aber ich meine, wenn jetzt irgendwas passiert, ja, die Schreie hört man halt jetzt schon nicht so weit wie die Pfeife und irgendwann geht dann halt auch die Stimme aus und da kann man dann halt mit der Pfeife auf sich aufmerksam machen. Das ist halt meine Überlegung. Dann, was ich schon öfters gebraucht habe, ist so ein Mikrofaserhandtuch. Die gibt es auch in größer. Meins ist halt extrem klein und reicht halt genau, dass ich mich einmal abtrocknen kann. Und bei der letzten Tour, das zum Beispiel in Wasser eingetaucht und habe mich nicht damit getrocknet, sondern eben befeuchtet, weil es gab keine Dusche und auch keine andere Möglichkeit, sich irgendwie zu waschen, dann habe ich mich halt so notdürftig damit gereinigt und mit dem zweiten habe ich mich dann wieder abgetrocknet. War recht praktisch, kann ich auch empfehlen. Ich würde mir wahrscheinlich das gleiche auch noch größer kaufen, das ist eine andere Größe, damit man sich halt wirklich abtrocknen kann, wenn man duschen war. Ja, was mir persönlich, ziemlich gefällt, sind die Trockenbeutel. Da sortiere ich das meistens, die gibt es in allen möglichen Größen und die sind halt auch extrem dünn. Bin ich echt zufrieden damit. Schmeiße ich einfach die ganzen Kleidungsstücke zum Beispiel, die als Reserve gewandt, also wenn das durchgeschwitzt ist, ist praktisch, dann nehme ich das Trockene raus und gebe das Verschwitzte rein, dann werden die anderen Gegenstände auch nicht nass und die bleiben halt trocken. Und bei der letzten Tour in Südtirol hat uns so ein heftiger Hagel und Gewitterschauer erwischt, dass einfach alles, die komplette Ausrüstung, der wasserdichte Rucksack, alles war nass. Auch die wasserdichte Hose und die wasserdichte Jacke, es war einfach alles komplett nass, bis auf meine Schuhe und bis auf die Gegenstände, die im Trockenbeutel drin waren. Und das war die komplette Garnitur, da war ich richtig, richtig froh drüber. Ich kann jedem nur nahelegen, dass man zumindest einen Trockenbeutel mitnimmt, dreht man einfach so ein, und dann verschließt man das und dann kann man das direkt im Rucksack packen. Zum Beispiel die ganzen kleinen Sachen, Geldtasche oder was auch immer, Geld soll gerade auch nicht nass werden, die ganzen elektronischen Sachen, die hygienischen Sachen, das packe ich eigentlich alles rein.
Desinfektionsmittel habe ich öfters dabei. Ein Erste-Hilfe-Set ein kleines, also das ist wirklich sehr dürftig, aber bevor man gar nichts mitkommt, habe ich Blasenpflaster dabei. Dann habe ich noch Seroquel mit, entzündungshemmend ist das, und halt ein Schmerzmittel. Das ist, wenn man jetzt, also wenn ich zumindest auf über 3000 Meter schlafe, dann kriege ich da ziemliche Kopfschmerzen, und wenn die Kopfschmerzen dann nachlassen, nehme ich halt eine. Wenn ich überhaupt Kopfschmerzen habe. Dann habe ich hier noch Alkoholpflaster, das ist so, auch zum Reinigen, ist Desinfektionsmittel. Und dann habe ich hier noch eine Golddecke, ein Wärmepack, aber auf das kann man wahrscheinlich auch verzichten. Ich habe das noch nie gebraucht, zum Glück. Aber ich denke mir, wenn man sich komplett mit der Golddecke zudeckt, dann hat das Wärmepack noch einen besseren Effekt. Dann habe ich noch einen Lippenstift. Also nicht Lippenstift, sondern so eine Fettcreme für die Lippen. Lippenschoner, glaube ich, heißt das, oder Lippenbalsam. Dann habe ich hier noch Verbände. Das Wärmepack. Und noch eine Golddecke. So. Und dann habe ich noch eine Rolle Kompass mit. Das ist die Blasenpflaster, die sind ja nicht gerade billig. Ich glaube, eines kostet über 1 Euro. Und da picke ich mir lieber Ökopast auf die Ferse rauf oder halt auf die Stellen, die halt betroffen sind. Da stellt man dann eh fest, wo man am Flick verblasen ist. Dann habe ich noch wieder so eine kleine Tube mit vorne so einem Lippenbalsam wieder drauf. Und das kann man abschrauben. Und hinten hat man dann eine ziemlich hohe Sonnenschutzcreme drauf. Der Sonnenschutzcreme braucht man eh nicht wirklich viel, weil meistens schmiert man eh nur das Gesicht ein, wenn man wirklich hoch oben ist. Auf einer Hochtour oder sonst halt die Arme noch dazu und die Beine, wenn man kurze Kleidungen hat. Ja, dann habe ich noch einen Helm immer dabei, weil es kann auch beim Wandern ganz passieren, dass man irgendwie bei einem Hang vorbeigeht, wo Steine runterfliegen. Das ist mir auch schon öfters passiert, dass da einmal eine Steinladung kam, wo es eigentlich nur eine Wanderung war, aber die kommen auch nicht zu liegen. Und so, bevor ich zum Rucksack komme, ein Hüttenschlafsack. Die Hütten kommen leider nicht, also wie ist es? Eh klar, dass sie nicht jeden Tag die Bettwäsche tauschen können. Und zwecks der Hygiene habe ich immer einen Hüttenschlafsack dabei. Da kann ich euch eine eklige Geschichte dazu erzählen in einem anderen Video. Ja, dann kommen wir zum Rucksack. Also ich habe mir den wasserdichten Rucksack von Salem geholt. Da sind richtig viele Möglichkeiten, das ganze Material zu befestigen, und das hier ist ziemlich cool für die Esspickel. Hier habe ich dann auf der Außenseite und sicher hinten so ein Schaumstoff, liegt super an und ist extrem leicht. Also ich würde sagen, beim Rucksack mit Abstand am meisten Gewicht sparen. Mein erster Rucksack hat irgendwie über 3 Kilo, der hier hat 1200 Gramm und eigentlich sogar mehr Platz. Da kann man wirklich, wirklich viel Gewicht sparen. Dann gibt es hier noch die ganz leichte Version, also der Rucksack kostet, glaube ich, ohne Ermäßigung 160 Euro. Der hat 20 Euro gekostet und wiegt, glaube ich, nur 450 Gramm oder so. Und ich meine, für eine kleinere Tour reicht eigentlich auf jeden Fall. Also, wenn man da Trockenbeutel reinschmeißt, er ist halt natürlich nicht so angenehm zu tragen, aber er ist halt extrem günstig und extrem leicht. Und das finde ich persönlich richtig cool. Er ist halt nur bedingt wasserdicht. Aber es hat eigentlich alles Platz. Muss ja nicht immer unbedingt teuer sein.
So, ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, was auch immer, ich würde auf jeden Punkt näher eingehen. Also wenn ihr Fragen zum Rucksack habt, kann ich dann auch extra ein Video dazu machen. Vielleicht, wo ich mehrere Modelle vorstelle. Ich habe ja doch ein paar in den letzten Monaten angesammelt, weil ich auch erst einen richtigen finden musste. Und wenn ihr Fragen zu einem Trockenbeutel habt, würde ich sowieso ein eigenes Video machen, wie wasserdicht die sind. So ein kleiner Vergleich, ich habe da auch verschiedene. Und wenn ich noch mehr das Ultraleichte interessiert, dann kann ich das auch abwiegen, eigene Videos dazu machen. Das ist halt ganz für euch interessiert. Also, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ciao, bis zum nächsten Mal.